Der Weihnachtsengel. Niemand wusste genau, was Monika noch wahrnahm. Sie lag auf den gelben Laken, die das Heim vor Jahresfrist anstelle der weißen eingeführt hatte, was den Angehörigen ihre schwierige Situation etwas erleichterte, wenn sie ihre Lieben so liegen sahen. Monika konnte seit langem nichts mehr sehen, weder Farben noch Formen. Zu sehr hatte die bösartige Multiple Sklerose-Form nicht nur die Isolationsschicht jener Nerven zerstört, die der Bewegung dienen sollten, sondern auch die der Sehnerven. Das bisschen Licht, das bis vor kurzem noch auf ihre Sehzellen dringen konnte, blieb jetzt durch das permanente Geschlossenhalten der Augenlider auch weg. So lag Monika da, als Folge eines siebenjährigen Leidens, das sie mehr und mehr zur Hilflosigkeit verdammt und ihr alles genommen hatte. Arbeit, Freiheit, Selbstständigkeit. Und ganz banal stehen, gehen, sitzen und sehen zu können. Als ihre Mutter sie dem Pflegenden dieses Heims, dieser Station anvertrauen musste, schweren Herzens, weil die Kraft nicht mehr reichte, dem Enkel und der schwer behinderten Tochter zu schauen, konnte Monika noch im Rollstuhl sitzen, skandierend Bedürfnisse aussprechen, zuweilen lallend auch ein paar kräftige Schimpfwörter, zurecht wie einem schien. Denn was war das noch für ein Leben? Aber Monika hing an diesem bisschen Leben, das ihr noch geblieben war. Die Krankheit war über die junge Frau eingebrochen, 3 Jahre, nachdem sie den Bub geboren hatte, ihren kleinen Weihnachtsengel, wie sie gerne sagte, der 3 Tage nach dem Weihnachtstag zur Welt gekommen war, den sie deshalb Angel nannte, und nachdem der Vater des Kindes aus eigener innerer Not die beiden verlassen hatte. Der Bub konnte sich nicht erinnern, die Mutter anders als behindert gekannt zu haben. Die beiden hingen aneinander und die Großmutter sorgte dafür, dass sie zusammenbleiben konnten. Auch als die Krankheit gnadenlos zuschlug, Monat für Monat für böse Überraschungen sorgte, Monika unaufhaltsam Kraft um Kraft raubte. Seit Monika in den gelben Leintüchern des Pflegeheims lag, bemühte sich die Großmutter darum, dass Angel so oft wie möglich zur Mutter konnte. Der Weg führte vom kleinen Weiler in Bernby zum Dorf, von dort mit der Schmalspurbahn in die Stadt und von da weiter mit dem Bus ins Außenquartier zum Heim. Zu Beginn noch, wenn sich die Tür ins Zimmer der Schwerbehinderten öffnete, diese den Schritt der beiden erkannte, ging ein zartes Strahlen über ihr Gesicht und sie sagte: »Angel, mein Weihnachtsengel, nicht nur in der Adventszeit, nein, das ganze Jahr hindurch. Jetzt war Advent und Angel würde bald seinen 10. Geburtstag feiern. 2-3 Mal die Woche kam er mit der Großmutter ins Heim, brachte Christrosen und Kerzen, die sie nicht anzünden durften, auch Tannenreisig, der etwas Weihnachtsduft ins Krankenzimmer brachte, und die Großmutter saß auf der einen Seite des Bettes und Angel auf der anderen. Und da erzählte der Mutter alles, was ihm gerade einfiel. Vorgestern war die Katze im Keller eingesperrt. Es ging lange, bis wir ihr Miauen hörten. Und Tobi möchte immer mit, wenn wir zu dir kommen. Er möchte dich auch besuchen, Mama. Aber Hunde dürfen ja nicht.« Monika reagierte immer weniger auf das Erzählen des Buben, er aber hielt daran fest, ungeachtet ihrer Reaktionen und Nichtreaktionen, aß zusammen mit der Großmutter Mandarinen, so dass der Weihnachtsduft ganz deutlich wurde und die Großmutter presste einen Schnitz auf Monikas Lippen aus, damit sie teilhaben konnte an dieser besonderen Jahreszeit.
Draußen schneite es und Weihnachten kam mit jedem Tag näher. An Heiligabend wollen wir bei ihr sein, hatte die Großmutter gesagt, und so machten sie sich am Nachmittag des 24. Dezember auf den Weg, ohne Blumen oder sonst einem Geschenk. Denn Monika lag seit ein paar Tagen im Koma, wie die Pflegenden sagten. Unter einem Koma konnte sich Angel nichts vorstellen. Wohl aber darunter, dass die Mutter jetzt vor allem schlafen wollte, so tief, dass sie nicht erwachte, wenn er und die Großmutter an ihrem Bett saßen. Sie treten durch den Haupteingang in den schlecht beleuchteten Korridor, vorbei an kleinen Christbäumen mit elektrischen Kerzen, zum Lift in den ersten Stock, vorbei am mit Engelshaaren, Silberfäden und roten Kugeln geschmückten Stationszimmer, hinein in die offenstehende Tür ins Zimmer der schlafenden Mutter. Sie setzten sich, die Großmutter auf eine Bettseite, Angel auf die andere. Monika liegt ruhig da, die Augen geschlossen. Angel schaut sie an, blickt auf die gelben Tücher, auf die kurzgeschnittenen Haare der Mutter, bemerkt den unruhigen Atem, nimmt ihre schlaff auf der Bettkante liegende Hand, hält sie mit seiner Kinderhand, beginnt leise zu summen. Die Großmutter blickt aufmerksam durch die schimmernden Tränen, die ihr in die Augen treten, auf den Bub, der jetzt Worte zu singen begann. Leise, innig. Lieblich rieselt der Schnee, still und starr ruht der See. Wie nächtlich glänzt auch der Wald, freu du dies Christkind kommt bald. Angel spürt, wie sich Mutters Hand regen will, wie ihr Mund sich ein wenig bewegt, etwas sagen möchte. Sing weiter, Angel, sagte die Großmutter. Drei Engel flügen durch Nacht so weit, sie flügen zum Krippli, wo Jesus Kind liegt. Das erst bringt das Blümli, das zweit bringt den Stern, das dritt singt das Liedli, ich ha di so gern. Mühsam wollen sich Monikas Lippen zu einem Wort formen, aber die Kraft reicht nicht. Ihr Atem wird ruhiger, tiefer, und draußen beginnt sich die Dämmerung über Häuser, Felder und den nahen Wald zu legen. »Komm«, sagte die Großmutter, »wir müssen heim, bevor es dunkel ist.« »Schöne Weihnachten, Mama«, flüstert Angel zur Mutter, während er sich langsam erhebt, Mutters Hand loslässt, seine in die der Großmutter legt, mit ihr das Zimmer verlässt, das Heim, in dem jetzt die elektrischen Kerzen an den Bäumen leuchten. Ein kalter Wind weht über die Dunkelheit und hatte sich auf den Weiler gelegt, als die beiden ins Haus treten, die Schuhe ausziehen, Jacke und Mantel an den Haken hängen, die Mützen auf die Kommode am Eingang legen. Noch sind sie nicht in der warmen Stube, als das Telefon klingelt. Die Großmutter nimmt den Hörer.
setzt sich, lauscht, nickt, legt wieder auf, zieht ihren Enkel zu sich und sagt: Angel, deine Mama darf im Himmel Weihnachten feiern. Dort singt ein Chor von 1000 Engeln und viele 100 Glocken läuten zur Geburt des Jesuskindes. Angel setzt sich zur Großmutter, legt den Kopf in ihren Schoß, weint, während ihm die Großmutter sanft über die rotbraunen Haarlocken streicht und sie tröstend zum Bub sagt: Du hast dir heute mit deinem Singen das allerschönste Geschenk gegeben. Seither sind mehr als 15 Jahre vergangen, aber Angel weiß, dass er bis heute Mutters Weihnachtsengel ist und dass seit jenem heiligen Abend über ihm ein ganz besonders lieber Engel wacht.